Hallo Menschen, heute kommt meine Rezension zu Ancillary Justice von Anne Leckie, was der erste Teil einer Science-Fiction-Trilogie ist, der inzwischen auch unter dem Titel Die Maschinen in Deutschland herausgegeben wurde. Eines der vielen tollen Dinge in diesem Buch ist der Fakt, dass unsere Protagonistin, und ich betone das bewusst, ein Raumschiff ist, beziehungsweise und oder die dahinterstehende KI. Aber es ist auch nicht nur die KI und es ist auch nicht nur das Raumschiff mit dem Titel Justice of Torin. Dieses Justice erklärt schon einen Teil des Titels. Der andere, die Ancillaries, was man auf Deutsch vielleicht so mit Hilfskräfte übersetzen könnte, ist etwas schwieriger zu erklären. Und zwar befinden wir uns in dem galaktischen Imperium der Radjai, die immer wieder neue Gebiete annektieren und, wenn sie das tun, auch einen Teil dieser Bevölkerung versklaven, muss man sagen, und eigentlich so zu willenlosen Soldaten machen, indem diese Körper dann von einer besagten Schiffs-KI besetzt werden. Es sind dann aber keine Personen mehr. Sie haben ihre alte Identität nicht mehr, beziehungsweise ihre Identität ist jetzt die KI. Und so kommt es, dass eben unsere Protagonistin, die auch in Ich-Perspektive erzählt, viele Standorte einnehmen kann und so tolle Sätze dann formuliert wie: Während ich auch gerade im Orbit schwebte, stand ich da unten auch an dem Tempel, patrouillierte durch die Straße und redete dort drüben mit dem Bürger. Und wir führen zum Beispiel auch Gespräche parallel. Also während gerade zwei Leute reden, antwortet dann ein anderer im nächsten Absatz und dann geht es weiter mit dem ersten Dialog. Es sind aber eigentlich immer, also nie mehr als zwei Gespräche, sodass wir dem Ganzen durchaus noch folgen können. Und das ist eine ganz, ganz tolle Perspektive, finde ich, die dem Ganzen wirklich was Innovatives gibt. Das, was ich euch jetzt aber erzählt habe, ist ja eigentlich nur das Setting. Die eigentliche Geschichte beginnt nach einem gewissen Ereignis, von dem ich euch nicht erzählen möchte, was es ist, weil wir das erst später erfahren, was es eigentlich war. Was aber dazu führte, dass unsere Protagonistin, die es ja gewohnt ist, 1000 Körper zu kontrollieren und auch ihr Raumschiff, die Besatzung halt, so ihre Körpereigenschaften halt überwachen zu können und sowas, nur noch auf eine einzige Ancillary-Einheit beschränkt ist. Sie hat nur noch diesen Körper, nennt sich dann Bragg und hat keine Verbindung mehr zu irgendetwas anderem, kein KI-System mehr drumherum, mit dem sie irgendwie kommunizieren könnte. Und durch dieses Ereignis befindet sie sich jetzt auf dem Weg zu einem neuen Ziel, was ich euch natürlich auch nicht verraten möchte. So viel eigentlich zum Inhalt, zu dem, was passiert, und ich möchte auf viele, viele tolle Dinge aufmerksam machen. Eines dieser Dinge ist die Sprache. Da die Kultur der Radjai die Unterscheidung, vor allem die grammatikalische Unterscheidung von Geschlechtern nicht, das heißt nicht versteht, aber einfach selber nicht durchführt, werden alle Personen in diesem Buch mit sie betitelt. Also unsere Protagonistin ist ja auch von diesen Radjai erschaffen und auch wenn die Radjai zwar biologische Fortpflanzungsorgane haben, machen sie halt sowohl in der Sprache als auch im Umgang miteinander keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Wenn sich unsere Protagonistin aber in Gesellschaften bewegt, die eben Wert auf so eine richtige Ansprache legen, rät sie dann manchmal das Geschlecht, versucht es zu erkennen und das führt halt zu so tollen Aussprüchen wie: Okay, sie war dann wohl anscheinend doch eindeutig männlich. Und ich liebe solche Gender-Crossing, Gender-Bending-Sachen, da bin ich absolut dabei. Also wir erfahren auch manchmal 100 Seiten später davon, dass jemand, den wir halt immer als sie gesehen hat, von unserem Standard her eigentlich männlich wäre. Und das ist großartig, finde ich. Es gibt mehrere Interviews mit Anne Leckie darüber, warum sie sich denn für das Sie entschieden hat und nicht etwa Es oder etwas anderes, Neutraleres genommen hat, mit dem man ja Geschlechterklischees auch hätte umgehen können. Und ihre Begründung liegt eigentlich darin, dass sie den Standard, den wir in unserer Welt haben, nämlich den des generischen Maskulinum, spiegeln wollte, um es nochmal besonders deutlich zu machen. Ein S wäre zum Beispiel zu auffällig gewesen. Jedes Mal, wenn wir S lesen, wäre uns bewusst gewesen, ah, okay, es könnte ein Mann oder eine Frau sein. Und sie möchte ja aber gerade darauf hinaus, dass wir das in unserer Welt nicht tun. Wir haben grundsätzlich immer so ein männliches Bild im Kopf. Also wenn ich euch zum Beispiel den Begriff Soldaten nenne, werdet ihr wahrscheinlich ein recht diffuses Bild von etwas Männlichem im Kopf haben. Wir haben zwar alle schon mal weibliche Soldaten gesehen und vielleicht stellt ihr euch in der Gruppe auch eine weibliche Soldatin vor, aber ich nehme an, keiner von euch hat eine
Gruppe im Kopf, die zu 100% aus Frauen besteht. Und genau das macht Anne Leckie halt in ihrem Buch durch das Pronomen sie oder halt allgemein weibliche Pronomen und möchte darauf hinaus, dass es halt genau das Gegenteil ist. Also sie führt in ihrer Welt einen Standard ein, der ja fast unserer ist, eben nur das Er und das Sie, und möchte halt nochmal bewusst machen, beziehungsweise bewusst ist es ja den meisten, dass wir einen generischen Maskulin noch haben, aber das Ganze dann beim Lesen wirklich zu erfahren und sich grundsätzlich alle erstmal weiblich vorzustellen und dann später vielleicht zu lernen, ah, sind sie doch nicht, das ist halt nochmal das, worauf Anne Leckie eigentlich hinaus wollte. Und gefällt mir natürlich unglaublich gut. Das Zweite ist auch, die auf BookTube so viel beschriebene Diversity wird von Anne Leckie so natürlich und eigentlich so nebenher eingeführt. Also es gibt einmal einen Nebensatz, steht einfach so drin, ja, ihre Haut war zwar dunkel genug, um nicht mehr als blass zu gelten, aber sie war auch noch nicht dunkel genug, um wirklich schön zu sein. Und wie halt in so einem Nebensatz einfach mal erklärt wird, ja, doch, das ist der Standard, den wir hier haben, der Schönheitsstandard. Und es wird auch nicht weiter darauf eingegangen, das wird nicht groß eingeführt, sondern so ist es einfach in der Welt und einfach so nebenher. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Ganze wird auf mehreren Zeitebenen erzählt, sodass wir vieles aus der Vergangenheit dieser KI erfahren und eben natürlich auch aus der Welt. Ich fand es durchaus komplex, also muss auch zugeben, dass zum Beispiel das Englisch schwieriger zu verstehen war als in anderen Büchern, die ich halt einfach so ganz normal lese, wo ich den Unterschied gar nicht mehr merke. Man hat natürlich bei Science Fiction auch immer so diese Begriffe aus der fremden Welt, aus dem fremden Universum und diese Zeitebenen, und hier kommt halt dazu dieses Konzept der Ancillaries, dass man die Dialoge halt parallel führen muss und so. Insofern, obwohl ich das Buch wirklich, wirklich liebe, bin ich mir nicht sicher, ob ich es für komplette Science Fiction Neulinge empfehlen würde. Ich habe Angst, dass es vielleicht abschreckt. Also nicht, dass ich sage, ja, jemand, der noch nie Science Fiction gelesen hat, der ist davon überfordert. Aber ich glaube, es sind schon so ein, zwei Konzepte dabei, die einen halt eher abschrecken könnten, wenn man noch nie so in die Richtung irgendwas gelesen hat. Andererseits bin ich auch versucht, das eigentlich jedem zu empfehlen, weil ich es halt so mochte und weil ich die dahinterstehenden Prinzipien so sehr mag. Also etwas unentschlossen. Prinzipiell würde ich euch natürlich empfehlen, es zu lesen, aber will auch nicht, dass ihr dann nie wieder Science Fiction lest, wenn das irgendwie doch etwas zu viel war. Andererseits muss man sagen, dass die Topoi, die hinter der eigentlichen Erzählung stehen, doch typische und bekannte Bilder sind. Also wir haben, ne, dieses galaktische Imperium, was immer größer wird, was andere Leute versklavt. Außerdem, auch wenn die Ancillaries keine Klone sind, benehmen sie sich ja eigentlich wie so eine Klonarmee, was man auch schon aus anderen Büchern oder Filmen kennt. Sie haben ja auch nur ein Bewusstsein eigentlich, also sind keine Individuen in dem Sinne. Außerdem ist die Gesellschaft der Radji auch eine, die sehr, sehr auf Anpassung und Angleichung und gleichzeitig auch auf Überwachung aus ist. Also die meisten, es gibt dann so Stationen, werden auch von einer KI überwacht, die halt alle, die dort permanent wohnen, so deren biologische Kennzeichen immer so festgehalten hat. Das heißt, das sind Konzepte, die man vielleicht schon irgendwoher kennen kann, mindestens aus dem Fernsehen irgendwie. Und insofern fühlt man sich da vielleicht schon relativ schnell zu Hause. Die Sprache an sich, außer halt die Besonderheit mit den weiblichen Pronomen, ist recht schlicht und nicht poetisch, was ich in dem Fall vielleicht sogar ganz gut finde. Ich glaube, es wäre sonst schnell zu viel, wenn ich jetzt an jedem Absatz auch noch eine Metapher dran habe, während ich halt auch schon die fremdartigen Begriffe noch klar kriegen muss und dann gleichzeitig noch verschiedene Perspektiven beachten muss. Insofern ist es eine ganz geradlinige Sprache, die einem die Basis halt für diese Science-Fiction-Welt liefert. Es gibt eine Kleinigkeit, die ich kritisieren würde, und zwar passiert schon auf der ersten oder zweiten Seite, dass unsere KI bzw. Bragg, dann die Einzeleinheit, jemanden im Schnee aufliest. Und von dem sie immer wieder sagt, warum mache ich das eigentlich gerade? Warum nehme ich die mit? Es ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn für mich. Und diese Person erweist sich später tatsächlich noch als nützlich, was aber Bragg von Anfang an nicht wissen konnte. Und so wirkt es halt so ein bisschen wie ein, wie sagt man eigentlich auf Deutsch, Plot-Device, den Anne Leckie halt zeitig genug einführt, damit er später dann seine Wirkung entfalten kann. Aber so oft wird im Buch immer wieder darauf hingewiesen, warum nehme ich die eigentlich mit? Die ist auch am Anfang diesen drogensüchtiger Dieb, der eine unglaublich arrogante Menschensicht hat. Und ja, es wirkte dann vielleicht doch ein bisschen so, als wäre die überhaupt nur dabei, um halt am Ende dann den Plot weiterzuführen. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Also ich, im Großen und Ganzen
kann ich das verschmerzen dafür, wie toll ich die Konzepte finde, die dahinter stehen, auch die eigentliche Handlung. Es gibt so eine Art, nee, es gibt eigentlich keinen Cliffhanger, aber es gibt etwas, was uns darauf gespannt macht, oh, wie geht's jetzt weiter? Und ja, kann eigentlich nur sagen, dass ich das Buch vor allem wegen seiner Grundidee sehr, sehr genossen habe, definitiv auch weiterlesen werde. Ich weiß eigentlich nur von Alles Allerlei, dass sie das auch gelesen und gemocht hatte. Ich glaube, es würde mich vor allem bei Leuten interessieren, die eigentlich keine Science Fiction lesen, ob euch das interessiert, ob das ein tolles Konzept ist, weil mir hier neben der ganzen Science Fiction-Sache wirklich auch so diese Grundidee so sehr gefällt oder all die Sachen, die sie mit der Sprache gemacht hat, würde mich interessieren, ob das was für euch wäre. Wie gesagt, ich kann das schon empfehlen, habe Angst, dass ich euch da dann vergraule, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Eine absolute Empfehlung. Und dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.